Hey Leute, ja, ich habe heute wieder was ziemlich Witziges für euch, und zwar AP Twitch Support. Ich habe selber ein paar Mal gespielt, ist durchaus unterhaltsam. Und ihr seht jetzt hier gerade die Auflistung, was wir heute alles an Themen haben. Nach diesem Video seid ihr definitiv ausgestattet, Twitch Support zu spielen. Mein Name ist Flotidus und solltet ihr Bock auf Gameplay haben, mitunter eben auch Twitch, dann schaut gerne bei mir mal auf Twitch vorbei. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Ich streame Montag, Mittwoch und Samstags. Wenn ihr mehr Guides wollt, bleibt hier auf dem YouTube-Kanal, abonniert den und dann werdet ihr in Zukunft auch ein paar Guides haben. Und hier habe ich gleich nochmal eine kleine Algorithmusfrage für euch. Wäre ganz lieb, wenn ihr die beantwortet. Wie oft wurdet ihr in der letzten Woche von Twitch Support, Twitch ADC oder beziehungsweise auch Twitch APC aus der Mitte heraus getötet? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, warum spielt man denn aktuell überhaupt AP Twitch, generell gesehen? Nun, der Hintergrund liegt in dem Patch 10.23, in dem Twitch einige AP-Skalierungen bekommen hat. Dabei bekommt er 3% AP-Skalierung pro Stack auf seine Passive, heißt insgesamt werden auf seine Passive 18% AP verwertet, was seinen True Damage natürlich erheblich erhöht. Dann seine W-Fähigkeit slowt nun extra mit einem AP-Scaling von 6% pro 100 AP. Bei einem Twitch, auch wenn ich ihn jetzt auf Support spiele, komme ich locker in einem Spiel auf 200, 300, 400 AP. Das heißt, im Endeffekt habt ihr da eben 12, 24 extra Prozent an Slow. Ist schon mal ganz cool, aber wir sind natürlich wegen dem Schaden da und hier haben wir die E-Fähigkeit. Hier hat man im Endeffekt ein klein bisschen Scaling runtergenommen an physischen Schaden. Ja, bisher hat man 33% AP-Scaling in physischen Schaden verwertet. Das Ganze wurde geändert zu 33,3% AP zu magischen Schaden pro Stack. Das heißt im Endeffekt, ihr stackt ja euer Gift durch Auto-Attacks und durch eure W-Fähigkeit auf den Gegner drauf. Und wenn ihr das Ganze dann über eure E-Fähigkeit auslöst, dann verursacht ihr pro Stack eben extra AP-Schaden in diesem Fall. Und es sind bis zu 200% AP-Verwertung. Und hier sind wir an dem Knackpunkt eben auch angekommen, wieso das so geil ist. Im Endeffekt ist AP wesentlich leichter zu kriegen. Und auf der anderen Seite ist Magieresistenz teurer als Rüstung. Dementsprechend sind wir hier in beiden Richtungen positiv ausgestattet und können Twitch-Support im Endeffekt spielen. Doch es kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Die Gegenstände beispielsweise. Ja, die Items sind dahingehend geändert worden, dass Twitch sich jetzt mit einem einzigen Item einen immensen Power Spike leisten kann. Und ich möchte hier mal an der Stelle kurz Nashos Zahn hervorheben. Dieses Item gibt jetzt seit 100 AP und es hat halt weiterhin noch diesen Attack Speed Bonus obendrauf, was für Twitch einfach nur genial ist. Und dann haben wir noch einen weiteren Grund und das ist im Endeffekt die ADC-Position. Wir sind momentan in einer Meta, in der man, wenn man ehrlich ist, auf der Botlane relativ lange farmt. Und man hat auch Champions wie Jhin und Caitlyn und sowas in der Richtung, die wirklich entspannt auf Reichweite farmen, die vielleicht ab und zu mit einer Fähigkeit poken, aber die gar nicht so wirklich auf eine Kills momentan aus sind, weil am Ende des Tages kriegen sie eh, was sie wollen. Und das sind Champions, die synergieren super gut mit Twitch, denn seine Spielweise unterscheidet sich maßgeblich von anderen Supporter, und da kommen wir eben jetzt auch auf das, warum es wirklich viable ist. Twitch möchte als Supporter niemals wirklich eine Laning-Phase haben. Du gehst auf Level 1, vielleicht sogar schon für einen Gank in der Mitte. Wenn das klappt, wunderbar, wunderbar. Ansonsten bist du auf der Lane selbst unten und versuchst so gut und schnell es geht Level 2 bzw. Level 3 zu erreichen. Und sobald du all deine Fähigkeiten hast, bist du eigentlich ein Fulltime-Roaming-Supporter. Du bist nur noch auf der Botlane, um diese vielleicht mal wieder selber zu ganken. Und das ist eben eine Art und Weise, einen Support zu spielen, den gibt es eigentlich so gar nicht wirklich. Ja, ein Bart ist auch häufig unterwegs und ein Thresh genauso, klar. Aber Twitch ist unterwegs und will töten, und zwar jedes Mal. Und damit werfen wir einen Blick auf die Skillung. Grundsätzlich könnt ihr entweder mit der Q starten, falls ihr auf Level 1 schon einen Gank in der Midlane erreichen wollt. Solltet ihr eher eigentlich auf der Lane unterwegs sein, dann nehmt die E-Fähigkeit, denn damit seid ihr dann in der Lage, die Minions ein klein bisschen reinzupushen, vielleicht schon erste Auto-Attack-Trades mit dem gegnerischen Supporter oder ADC zu fahren und dann darüber dann die Gegner ruhig zu poken. Wenn es dann weitergeht, nehmt ihr jeweils die andere Fähigkeit weiter und dann die W-Fähigkeit. Insgesamt geht ihr für einen E-Max insgesamt
logischerweise, denn ihr wollt natürlich diesen schönen Schaden haben. Und dann geht ihr für eine Q als zweites. Denn die W-Fähigkeit ist zwar schön und gut, aber ihr wollt ja eben diesen Roaming-Spielstil etablieren. Und da ist die Q essentiell, denn durch die bekommt ihr eine längere Haltbarkeit eurer Stealth-Power. Und das wollt ihr im Endeffekt. Ihr wollt, wenn möglich, den Gegner über eine Lane ganken und wollt da stealth-mäßig reinkommen und wollt möglichst lange ungesehen bleiben. Die Gegner sollen nicht wissen, wo ihr seid. Und seid ihr dann bei den Kombos angelangt, dann wollt ihr natürlich mit den Auto-Attacks arbeiten. Ihr müsst den Gegner möglichst viel Gift auf die Nase drücken, bevor ihr eure E-Fähigkeit aktiviert. Heißt im Endeffekt, wenn ihr aus dem Stealth herauskommt, versucht ihr erstmal einen Auto-Attack zu landen und dann die W zu werfen, denn die W slowt und setzt weitere Stacks auf den Gegner. Key allerdings ist dabei, dass du deine W wirfst, während dein Auto-Attack auf Cooldown ist. Und da willst du dann eben extra Schaden rausholen. Ansonsten ist die Combo relativ basic-mäßig. Du gehst an den Gegner ran, du willst ihn so viel auto-attacken wie nur irgendwie möglich, damit du dann deine E nutzen kannst. So, dann schauen wir mal auf die Runen und da wir ja so viele auto-attacks wie nur irgendwie möglich durchkriegen wollen, nehmen wir Hail of Blades aus dem Domination Tree mit. Hier haben wir halt einfach die Möglichkeit für drei auto-attacks extrem hohen Attack-Speed zu bekommen. Wir nehmen Sudden Impact mit, denn durch diese Rune kommen wir aus einem Stealth und haben dann Lethality Schrägstrich auch ein bisschen Magiedurchdringung, also sehr schön. Dann nehmen wir noch die Eyeball Collection, extra AP, extra Werte sind immer geil und Relentless Hunter, denn ihr seid ja eigentlich sehr häufig unterwegs, der Movement Speed wird euch hier helfen. Sekundär geht's rüber zu Präzision, denn dort nehmt ihr Presence of Mind mit und Coup de Grâce. Im Grunde ist der Faktor hier, ihr wollt ja sehr häufig immer wieder ganken und ihr braucht einfach diesen Mana Sustain, den euch Presence of Mind gibt und Coup im Endeffekt gibt euch einfach noch den extra Schaden. Bei den Mini-Runen nehmt ihr dann noch Attack Speed mit, ja, ein bisschen adaptive Force und Rüstung, weil am Ende bietet sich eigentlich nichts anderes besser an. Schauen wir rüber auf die Items. Grundsätzlich startet ihr mit Spell Thieves, denn ihr bekommt euer Gold sehr gut gestackt durch dieses Item. Als zweites geht ihr dann entweder auf die Sorcerer Boots, wenn ihr echt gut gefarmt habt, also die Kills natürlich, oder ihr geht auf die Moby Boots, denn ihr seid weiterhin ein Roaming Supporter. Soweit relativ basic und Standard, doch jetzt kommen die trickigen Sachen. Als erstes richtiges Item nehmt ihr Nashor's Zahn mit. Nashor's Zahn gibt euch eben, wie vorhin schon erwähnt, eine Menge AP, Attack Speed und einen On-Hit-Bonus, der auch nochmal über AP skaliert. Super geil. Zweites Item ist dann ein Major Soul Stealer. Jupp, richtig. Ihr wollt das Risiko, ihr wollt den All-In, ihr wollt hier so viel AP wie nur irgendwie möglich stacken. Wenn ihr wirklich Twitch AP Support spielt, dann ist euer Ziel AP mitnehmen, wo es nur geht. Und diese hier zu stacken ist natürlich key. Drittes Item wäre dann eine Rabadons, denn die Rabadons gibt euch auch nochmal einen Riesenhaufen AP plus eben prozentualerweise nochmal was obendrauf, das habt ihr ja davor schon hochgesteckt und dann seid ihr eben in einem Bereich von 400, 500, 600 AP, wenn man mal noch den ein oder anderen Infernal Drake mit reinrechnet. Erst jetzt geht man als viertes Item auf ein Mythic Item und dabei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr entweder Night Harvester mitnehmen wollt oder ob ihr den Riftmaker mitnehmen wollt. Night Harvester gibt euch nochmal so ein bisschen extra Burst und der Riftmaker gibt euch so ein klein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den extra Burst, sobald ihr eure E-Fähigkeit voll gesteckt nutzen könnt. Denn der Riftmaker, da müsst ihr 5 Sekunden im Kampf sein, damit ihr das volle Potenzial dieses Items nutzen könnt. Aber wenn ihr halt extremst gefeedert seid, dann werden die Gegner ja nicht mal diese 5 Sekunden überleben und dann lohnt sich der Night Harvester eigentlich besser. Für all diejenigen, die sich jetzt denken, wow, das mit den Items, das ist mir immer ein bisschen zu krass, ich habe euch hier ein Itemset erstellt, ihr findet das jetzt unten in der Beschreibung, in der Google-Dokument, rechts oben in der Infokarte ein kleines Video, wie ihr Itemsets importiert, da ist dann im Endeffekt auch alles mit drin, was ihr im Endeffekt wissen müsst, mit ein paar kleinen Randnotizen. So, Dalla, und jetzt würde ich euch ganz gerne noch das ein oder andere Gameplay, bzw. als die Gameplay-Szenen zeigen. Im Endeffekt, eure erste Hauptaufgabe in der Early-Phase ist Roaming. Das heißt, eventuell geht ihr schon auf Level 1 und holt euch den Midlaner ab. Dadurch habt ihr eben schon mal einen enormen Boost und könnt damit confident arbeiten. Wenn es mal nicht so easy klappt, bleibt dran. Ihr könnt mit eurer Unsichtbarkeit arbeiten.
manchmal muss man halt einfach ein bisschen mehr Zeit investieren und sollte der ADC eben ein sicherer ADC sein und kann seine Lane entspannt spielen, dann ist es auch alles gar kein Problem. Scheut euch übrigens auch nicht mal auf der Toplane vorbeizuschauen zu Roman, und das macht ihr am besten nach einem Backport, wenn ihr neue Items habt. Dann rennt ihr mal nach oben, setzt da einen Gank an, denn Toplane-Kämpfe sind ja teilweise auch ein bisschen tricky. Da kommt der eine dann noch mit 10% Leben raus und da seid ihr als Twitch dann praktisch da und holt euch diesen Kill noch ab. Wenn das Spiel dann so langsam die 10. bis 15. Minute erreicht, dann werdet ihr als Twitch-Support eigentlich eher so eine Art Jungle-Verhalten an den Tag legen. Das heißt, ihr schaut, dass ihr praktisch den Gegner trackt, den gegnerischen Jungler. Ihr schaut, dass ihr die Botlane auch mal wieder gankt, denn es ist wichtig, dass ihr auch ab und an auf der Botlane Terror macht, denn ihr seid unsichtbar. Und das Schöne an Twitch ist Unsichtbarkeit, ist halt, die Gegner warden meistens die Randbüsche, die warden meistens so den River, aber die warden selten die Lane mit Control Wards, und da könnt ihr dann praktisch um die Ecke kommen und das dann richtig gut abusen. Ist so euer Ding, verhaltet euch im Early Midgame, Midgame, Late Game, so eben in dieser Mittelphase, verhaltet euch da im Endeffekt wie ein Jungler. Und nehmt euch ruhig auch die Kills, denn ihr braucht super viel Gold, um diesen Item-Build, den ich euch vorhin vorgestellt habe, auch wirklich durchziehen zu können. Letztendlich erfüllt ihr in einem späteren Spielverlauf die Aufgabe von einer CC-Maschine in dem Sinn, dass euer Slow schon echt stark geworden ist. Ihr könnt komplette Wege abgrenzen, niemand will mehr in dieses Gift reintappen, weil er einfach weiß, dass ihr als Twitch enorm gefährlich seid. Und wenn es dann mal nicht so wirklich nur mit dem CC klappt, dann seid ihr eine richtige Burst-Maschine. Sucht euch den gegnerischen ADC, Supporter oder vielleicht auch Midlaner, wenn es ein bisschen squishiger ist, und versucht den geflankt zu töten. Ihr braucht nur einen Bruchteil von ein paar Sekunden, um einen ADC oder einen Supporter töten zu können. Außer es ist ein Tank-Supporter, ja, ist klar, aber es wird in der Preseason ja aktuell alles gespielt. Von dem her passt euch einfach den Matchup ein bisschen an und burstet die weg, die ihr wirklich auch killen könnt. Normalerweise sollte es aber eigentlich gar nicht so weit kommen. Ihr als Twitch-Support wollt das Ganze snowballen. Ihr wollt eben so schnell wie es geht an eure AP-Items kommen. Ihr wollt so schnell es geht den Gegner in eine Richtung drücken, aus der er sich nicht mehr ungestraft bewegen kann. Denn Twitch hat einen weiteren positiven Faktor. Er snowballt sehr hart. Und wenn er snowballt, sind natürlich die Gegner behind. Das mag jetzt halt komplett lächerlich und obvious klingen, aber wenn ein Gegner behind ist, dann kauft er sich seltener Control Wards, weil diese 75 Gold für einen Control Ward sind dann doch gefühlt wieder super teuer. Und das machen sehr wenige. Und das könnt ihr wiederum ausnutzen, um den Gegner nochmal und nochmal und nochmal zu töten. Von dem her, je besser ihr snowballt, desto höher eure Erfolgsaussichten, speziell mit diesem Pick. Sollte euch das Video jetzt gefallen haben, lasst auf jeden Fall einen Like da und teilt es mit euren Supporter-Freunden, die einfach auch mal ein bisschen Spaß in League of Legends haben wollen. Und apropos Spaß, ich habe hier noch ein Video für euch. Senna auf die alte, gute Tank-Spielweise mit Grasp of the Undying. Habe ich schon ein Video dazu gemacht, ist ein Gameplay-lastigeres. Da könnt ihr mal in die Infokarte schauen, beziehungsweise auch hier links auf der Seite habt ihr jetzt den Vorschlag. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag mit Twitch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.